Der Uferbereich ist ein gefährlicher Ort. Denn unter der Wasseroberfläche lauert ein Meister der Jagdkunst. Ein perfekter Killer. Der Billabong-König. Ein Salzwasserkrokodil im Überlebenskampf in einer sich permanent verändernden Umwelt. Er ist ein unübertroffenes Geschöpf. Intelligent. Zart. Anmutig. Und gefährlich. Sonnenaufgang über Australiens Northern Territory. Dieses Feuchtgebiet beherbergt die weltweit größte Population von Salzwasserkrokodilen. Während der Regenzeit ist die Region außerdem fruchtbarer Treffpunkt zahlreicher Arten. Sie finden in Flüssen und sogenannten Billabongs zusammen. Wasserkörper, die durch den Regen angeschwollen sind. Enten und Gänse suchen Schutz in der Menge, was sie jedoch nicht vor dem unbändigen Appetit der Krokodile bewahrt. Momentan bezeugen die Salties, wie die Salzwasserkrokodile Australiens auch genannt werden, jedoch nur halbherziges Interesse an dem quakenden Federvieh. Die Erpel wähnen sich sogar so weit in Sicherheit, dass sie sich voll und ganz auf ihre eigene Balz konzentrieren. Dabei übersehen sie zwei sich nähernde Krokodile. Diese Mahlzeit ist zu klein, um sie mit jemandem zu teilen. Doch das triumphierende Krokodil kommt nun selbst in Bedrängnis. Ein noch monströserer Jäger war Zeuge des Beutegangs. Es handelt sich um kein gewöhnliches Krokodil. Es ist der Billabong-König, ein kampferprobtes Männchen, das diese Gewässer dominiert. Das jüngere Krokodil ergreift die Flucht.
Der Billabong-König macht sich über die Beute her. Bevor er jedoch den Happen endgültig verschlingen kann, kommt sein jüngerer Rivale noch einmal zurück. Dem dürftigen Versuch wird ein jähes Ende bereitet. Die Mahlzeit kann fortgesetzt werden. Dafür öffnet das Krokodil ein Ventil auf der Hinterseite seines Halses. Der Kopf wird in die Höhe gestreckt, um Wasser am Eindringen in die Lungen zu hindern. Verschluckte Steine helfen bei der Verdauung. So wie dieses Salty in diesem Abschnitt des Flusses die Hierarchie anführt, so sitzt der Billabong-König fest am oberen Ende der Nahrungskette. Schwächere Krokodile sind in seiner Anwesenheit zur Zurückhaltung gezwungen. Der König ist im Brackwasser des küstennahen Schwemmlandes Australiens zu Hause. Tagsüber kann man ihn normalerweise faulenzend an den Flussufern liegen sehen. Andere Artgenossen stoßen weiter landeinwärts vor, an die Ufer der Süßwasserflüsse. Wieder andere tummeln sich viele Kilometer vor der Küste in den Wellen des Meeres. Salzwasserkrokodile sind im Tiefland und in den Ebenen verbreitet, von Indien bis zur Nordküste Australiens. Sie vermehren sich in der Regenzeit, wenn reichlich Wasser und Nahrung vorhanden sind. Flüsse treten über die Ufer und verwandeln das Schwemmland in weitläufige Feuchtgebiete. Doch in nur wenigen Monaten wird dieses Gebiet vollkommen ausgetrocknet sein und nichts als glühende Erde und harte Zeiten zurücklassen. Momentan regiert jedoch der Überfluss. Ein Billabong-König patrouilliert durch sein Territorium. Er hält Ausschau nach Männchen, die ihn herausfordern wollen, und nach Weibchen, denen er den Hof machen kann. Die Regenzeit ist auch die Zeit der Liebe. Ein anderes Männchen sucht offenbar Streit. Der Billabong-König dreht sich mit dem ihn umkreisenden Herausforderer. Beide versuchen, einander abzuschätzen. Der Rivale zeigt sich unbeeindruckt. Dies versucht der König zu ändern, indem er seinen Körper aus dem Wasser hebt. Sein Gegenspieler tut es ihm gleich und provoziert damit einen Angriff. Es war ein kurzer, aber gewaltiger Schlag. Die Demonstration von Dominanz soll ohne ein eventuelles Verletzungsrisiko vonstatten gehen. Die erhobene Schnauze signalisiert Kapitulation.
Der Rivale hat das Dominanzgehabe eines geübten Veteranen am eigenen Leib erfahren. Der Billabong-König beherrscht es perfekt. Nach diesem Sieg wendet sich der König sinnlicheren Angelegenheiten zu. Er hat das sonore Grollen eines Weibchens vernommen. In der Paarungszeit legen die Männchen auf der Suche nach Weibchen große Distanzen zurück. Der Billabong-König hat eines am Rande seines Territoriums entdeckt. Sie ist nur eine von vielen, mit der er sich in den kommenden Monaten paaren wird. Die Paarung geschieht im Wasser. Das Blubbern bringt beide in die nötige Stimmung. Mit erhobener Schnauze signalisiert das Weibchen seine Bereitschaft. Der König ist sofort zur Stelle. Trotz des trüben Wassers kann man erkennen, wie sich ihre Schwänze ineinander verschlingen. Die Genitalien stülpen sich aus dem Körper des Männchens. In den nächsten Tagen paaren sich die beiden möglicherweise weitere Male. Zu anderen Jahreszeiten würde der Billabong-König das Weibchen nie so nahe an sich heranlassen. Doch jetzt wirkt ihr Stelldichein fast zärtlich. Schon bald nachdem das Männchen weitergezogen ist, muss sich das Weibchen mit dem Nestbau beschäftigen. Doch sichere Brutplätze sind rar. Sie sucht nach einem wassernahen Ort, der jedoch hoch genug liegen muss, um Trockenheit gewähren zu können. Möglicherweise wird sie mehrere Nester bauen, bevor sie sich endgültig für einen Platz entscheidet. Sind die Eier einmal abgelegt, besteht die größte Gefahr in einer Überflutung des Nests. Im Zenit der Regenzeit gibt es fast jeden Tag Niederschläge. Innerhalb weniger Stunden können sich trockene Flächen in Flussbetten verwandeln. Hat sich das Weibchen schließlich für einen Brutplatz entschieden, wird es ihn erbittert verteidigen. Die Eier sind nun ihre einzige Priorität. Die Eier werden etwa 6 Wochen nach der Paarung gelegt. Der Vorgang wird hier nachts von einer Infrarotkamera aufgezeichnet. Sie beginnt damit, das gewissenhaft gebaute Nest zu öffnen. Kurze, intensive Arbeitsphasen werden von zahlreichen Ruhepausen unterbrochen. Es handelt sich um ein großes Krokodil, das bis zu 80 Eier legen kann. Einige davon wurden vom Billabong-König befruchtet. Doch auch andere Männchen haben sich mit ihr gepaart. Nach dem Legevorgang werden die Eier mit Vegetation verdeckt. So wird die Brut geschützt und warm gehalten. Die Temperatur für deren optimale Entwicklung liegt zwischen 30 und 34 Grad.
Über dem Billabong ist der Morgen angebrochen. Viele Tiere sind bereits aktiv, während sich die wechselwarmen Tiere noch von der Morgensonne wärmen lassen. Durstige Wallabies nutzen die Untätigkeit der Krokodile an der Wasserstelle. Die Krokodile sind auf Blitzattacken aus dem Wasser spezialisiert. Zu Lande sind sie jedoch keine guten Jäger. Die Wallabies scheinen die Grenzen der Krokodile zu kennen. Sie kommen sehr nahe, bleiben aber trotzdem außerhalb der direkten Reichweite. Mit festem Boden unter den Füßen ist das eine sichere Strategie. Im Wasser macht sich jedoch ein Billabong-König auf Nahrungssuche. Er beobachtet, wie sich die Wallabies immer weiter dem Ufer nähern. Diese bevorzugen Pfützen, die weit genug vom Fluss entfernt sind. Oder sie wählen seichte Gewässer, in denen kein lauerndes Krokodil zu vermuten ist. Doch mit dieser Vermutung liegen sie nicht immer richtig. Aus der Distanz späht der König seine Beute aus. Dann leitet er seinen listigen Angriff ein. Kaum ein Kräuseln kündigt sein Kommen an. Bei einer Angriffsgeschwindigkeit von mehr als 12 Metern pro Sekunde bleibt dem Opfer kaum eine Chance. Das brutale Schleudern der Beute tötet sie nicht nur, sondern teilt sie gleichzeitig in mundgerechte Stücke, die das Krokodil verschlucken kann. Jeder Bissen ist von Bedeutung, da bald wieder nahrungsärmere Monate bevorstehen. Während der Billabong-König auf Vorrat frisst, macht sich sein Nachwuchs ans Schlüpfen. Nach fast 3 Monaten im sicheren Nest beginnen sie, die Schalen ihrer Eier aufzubrechen. Temperaturunterschiede im Nest bestimmen, wer als Männchen und wer als Weibchen auf die Welt kommt. Kühler gelagerte Eier bringen Weibchen hervor. Aus den am wärmsten gelegenen Eiern schlüpfen die stärkeren, schneller wachsenden Männchen. Die Evolution sorgte dafür, dass Männchen die besten Chancen bekommen, zu großen Tieren heranzuwachsen. Große Männchen werden sich häufiger paaren können als kleinere Exemplare. Kleinere Weibchen hingegen werden immer einen Partner finden. Die Natur beeinflusst also bereits vor der Geburt Größe
und Stärke der Brut. Noch im Ei rufen die Jungen nach ihrer Mutter. Sie benötigen ihre Hilfe, um aus dem mittlerweile zu einem harten Bunker gebackenen Nest herauszukommen. Die Mutterschaft beginnt mit dem Ausgraben der Jungen. Ab diesem Moment wird die Aufgabe jedoch immer schwieriger. In ihrem schwer bewaffneten Maul müssen die Jungen an einen sicheren Ort im Wasser gebracht werden. Die Schützlinge sind nicht leicht einzufangen, denn ihr Instinkt lässt sie wohlweislich vor Kiefern anderer Tiere fliehen. Nachdem die ersten an einen sicheren Ort geschafft wurden, folgen die anderen den Rufen ihrer Geschwister nach. Im Wasser sind die Jungen in erster Linie auf sich selbst gestellt. Noch einige Wochen lang wird das Muttertier über ihre Jungen wachen. Trotzdem bleiben sie leichte Beute für Vögel, Schildkröten, Fische und selbst andere Krokodile. Sollten sie das Erwachsenenalter erreichen, steigen sie zum oberen Ende der Nahrungskette auf. Gegenwärtig stehen sie fast an deren Anfang. Nur 1% der Jungtiere kommt tatsächlich durch. Der Mai markiert in Australien den Beginn der Trockenzeit. Das Wetter wird kühler und schränkt die Aktivität der Krokodile ein. Als wechselwarme Tiere sind sie auf Sonne, Schatten und Wasser angewiesen, um ihre Körpertemperatur auf rund 32 Grad halten zu können. Die Rückenplatten der Tiere sind von Blutgefäßen durchzogen. Auf diese Weise werden durch die auftreffende Sonne Blut und Kreislauf gewärmt. Es ist ein zwar effektives, aber auch sehr langsames System. Ein Krokodil von der Größe eines Billabong-Königs läuft Gefahr, den Kopf zu überhitzen, während sich der restliche Körper nur langsam erwärmt. Eine wissenschaftliche Theorie besagt, dass Krokodile über das geöffnete Maul mittels Verdunstungskälte ihr Gehirn kühlen. Eine andere Erklärung für die Exposition des mächtigen Gebisses ist die Abschreckung rivalisierender Artgenossen. Nach Monaten ohne Regen beginnen Schwemmland und Sümpfe langsam auszutrocknen. Der sich zurückziehende Wasserspiegel zwingt die Krokodile zur Wanderschaft. Der Billabong-König zieht sich in seine Jagdgefilde der Trockenperiode zurück. Annähernd 50 Jahre Erfahrung weisen ihm den Weg zu den Flussläufen, die das ganze Jahr über Wasser führen. Er wird sie energisch zu verteidigen wissen. Kleinere Krokodile werden in unwirtlichere Gegenden verdrängt.
Die Trockenperiode Australiens ist eine gefährliche Zeit für Jungtiere. Diese 3 Monate alten Krokodile hatten Glück. An einem schlammigen Flussufer fanden sie noch etwas Wasser. Die Kinderstube wurde von der Mutter gut ausgewählt. Sie bleibt in der Nähe, um auf eventuelle Hilferufe ihrer Nachkommen reagieren zu können. Doch die meiste Zeit über bleiben diese allein. Die Jungen wagen sich selten an Land, wo sie leichte Beute für Raubtiere sind. Der Hunger fördert jedoch den nötigen Mut zu Landexkursionen, um in den Genuss von Krabben, Insekten und anderen kleinen Tieren zu kommen. Ein Riesenstorch hat eine ähnliche Diät mit einem zusätzlichen Gericht auf der Karte: junge Krokodile. Schlammspringer wirken wie leichte Beute. Die amphibischen Fische gehen auf ihren Flossen. Für die jungen Krokodile sind sie unwiderstehlich und schwer zu fangen. Die Jagdtechnik im Miniaturformat hat mit derjenigen der erwachsenen Tiere nichts gemein. Doch Krokodile sind anpassungsfähige Räuber, die ihre Jagdstrategie der jeweiligen Beute anpassen. Heute steht eine Krabbe auf dem Speiseplan. Der kleine Jäger kehrt ins schützende Wasser zurück, um seine Beute in Ruhe genießen zu können. Zum Leidwesen seiner Geschwister ist er nicht der einzige Jäger auf Beutegang. Trotz der unmittelbaren Nähe zur Mutter erwartet die meisten Jungen ein ähnliches Schicksal. Mit fortschreitendem Winter trocknet das Schwemmland weiter aus. Flüsse und Tümpel verwandeln sich in ausgedehnte Trockenflächen. Für die Bewohner der Region brechen harte Zeiten an. An dieser Dingo-Mutter sind die durchlebten Strapazen deutlich erkennbar. Die hervortretenden Rippen machen die Beuteknappheit offensichtlich. Ein junges Krokodil wäre da eine willkommene Mahlzeit. Dieser Dingo ist nicht die einzige hungrige Mutter. Die Krokodilmutter hat während ihrer Wache am verdunstenden Tümpel nur wenig gefressen. Sie verbringt die meiste Zeit unter Wasser, wo sich ihr Herzschlag auf wenige Schläge pro Minute reduziert. Eine Stunde und länger kann sie auf diese Weise ausharren. Die höhere Stoffwechselaktivität der Jungen bringt eine höhere Atemfrequenz mit sich. An der Wasseroberfläche sind sie verletzlich. Das sind allerdings auch jene Raubtiere,
die Jagd auf sie machen. Eine willkommene Mahlzeit. Und es wird wohl für einen langen Zeitraum die letzte gewesen sein. Mit kühlerem Wetter stellen die Salties das Fressen ein. Ihre Mägen können nicht mehr auf die nötige Verdauungstemperatur gebracht werden. Doch sie können monatelang ohne Nahrung auskommen. Für sie ist das Austrocknen des Schwemmlandes das größere Problem. Vor wenigen Monaten noch breitete sich hier ein riesiges Feuchtgebiet mit idealen Bedingungen für die Krokodile aus. Doch je weiter sich das Wasser zurückzieht, desto kleiner wird deren Lebensraum. Einst üppige Ströme verwandeln sich in Gras und Schlamm. Die letzten schlammigen Pfützen werden zu überlaufenden Oasen. In dieser Jahreszeit kümmern sich die Salties nicht mehr um die Verteidigung ihres Territoriums. Es ist sowieso nicht viel übrig, um das man kämpfen könnte. Das höchste der Gefühle ist ein Platz im Schlamm. Wasser ist nötig, um die Körpertemperatur niedrig halten zu können. Doch mit fortschreitendem Schrumpfen der Tümpel steigen die Spannungen zwischen den zusammengepferchten Tieren. Ein Krokodil lässt die zweifelhafte Sicherheit des Schlammlochs hinter sich. Es begibt sich auf die Suche nach einem freundlicheren Ort. In der Hoffnung, noch vor Sonnenaufgang einen anderen Tümpel zu finden, bricht es in der Kühle des Abends auf. Beim Morgengrauen hat das Krokodil eine beachtliche Strecke flussaufwärts zurückgelegt. Doch es hat sein Ziel nicht erreicht. Ohne Wasser und ohne Schutz vor der Sonne wird das Krokodil nicht lange überleben können. Die Organe überhitzen in dem gebackenen Schlamm. Die lange Trockenperiode fordert ihre Opfer. Der Regen des Sommers ist erst in einigen Monaten zu erwarten. Der Billabongkönig ist weitaus besser dran. Er hat seine Winterresidenz mit Bedacht gewählt und hat reichlich Wasser zur Verfügung. Das halbe Jahrhundert an Erfahrung macht sich bezahlt. Er weiß, wie man die harte Trockenperiode anzupacken hat. Das kühlende Nass beansprucht er für sich allein. Mit nur wenigen anderen Krokodilen teilt er ein weiteres Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, das sie schließlich alle aufbrechen lässt. Auf die wenigen Eingeweihten wartet die ersehnte Erlösung von den Plagen der letzten harten Monate. Der Auslöser für den plötzlichen Aufbruch bleibt im Dunkeln. Doch wandern alle zur selben Zeit an eine bestimmte Stelle eines bestimmten Flusses. Krokodile können mehr als 100 Kilometer auf ihren Reisen zurücklegen. Der Billabongkönig tritt sie mit der für ihn typischen lässigen Grazie an.
Andere müssen trockenes Gebiet durchqueren. Doch scheinen sie ihren Weg gut zu kennen und wissen, eine Überhitzung zu vermeiden. Sie legen viele Pausen ein und verbringen die heißesten Stunden des Tages im Schatten. Ein Sortie nach dem anderen erreicht den geheimen Ort in der Nähe eines kleinen, von Menschen gebauten Damms. Im Laufe des Tages wächst ihre Zahl immer weiter an. Als schließlich der Billabong-König eintrifft, sind die Flussufer bereits von Krokodilen gesäumt. Diese exklusive Gruppe von Tieren wird nun die Früchte ihres Wissens ernten. Mit dem Austrocknen des Flusses tritt der Damm hervor und trennt das Süßwasser vom Meereswasser. Damit schließt er Fische am Oberlauf ein. Meereschen sind in der Regenzeit zum Leichenfluss aufwärts geschwommen und haben dabei den überschwemmten Damm überquert. Mit sinkendem Wasserstand wurde Hunderten von ihnen der Weg zurück ins Meer abgeschnitten. In der kommenden Nacht werden sie jedoch durch einen extrem hohen Tidenhub befreit. Die sogenannte King Tide kommt nur zweimal im Jahr vor. Sie ist der Grund für das Kommen der Krokodile. Um zurück ins Meer zu gelangen, kämpfen die Fische gegen das über den Damm strömende Meerwasser an. Die Krokodile müssen sich nur in Position bringen. Wie Bären beim Lachsfang jagen auch die Krokodile mit minimaler körperlicher Anstrengung. Sie warten einfach nur, dass ihnen die Fische in die geöffneten Mäuler springen. Die Krokodile kämpfen um die besten Plätze am Fluss. Der Billabong-König legt dabei, wie erwartet, die Regeln fest. Doch es ist genug für alle da. Und nach einer langen Saison der Entbehrungen erfreuen sie sich alle eines ausgelassenen Mahles. Von der sich Nutzbarmachung des hohen Tidenhubs bis zu den ungewöhnlichen Fischfangtechniken ist dieses Ereignis ein überraschendes Zeugnis von Intelligenz von Tieren, die gewöhnlich als rein instinktgesteuert gelten. Der vollgefressene Billabong-König verschwindet in der Nacht. Er hat die Trockenperiode besser als die meisten seiner Artgenossen überstanden und scheint gut gewappnet, ein weiteres Jahr der Herrschaft anzutreten. Januar in der südlichen Hemisphäre. Der Regen bringt Erleichterung für das ausgedörrte Land. Flüsse und Seen füllen sich. Die Ebenen werden wieder überflutet. Der Billabong-König hat ein weiteres Jahr gemeistert. Seiner Größe nach zu schließen, geht er auf die 50 Jahre zu. Doch er wird immer an seinem letzten Kampf gemessen. Er wird nicht nach Streit suchen. Sollte jedoch seine Vorherrschaft in Frage gestellt werden, wird er sie auf Gedeih und Verderb verteidigen. Heute fischt ein anderer Salty in seinem Territorium.
Was wie eine zu vernachlässigende Übertretung aussieht, erweckt den Zorn des Billabong-Königs. Er wird seine Muskeln spielen lassen. Das rivalisierende Krokodil wird sich hüten, seine Beute zur Schau zu stellen. Sobald sich der König abgewendet hat, verschlingt es schnell seinen Fang. Trotzdem wird es in seine Schranken verwiesen. Wie unzählige Male zuvor weiß der König auch diesmal, seine Vorherrschaft ohne großen Kampf zu sichern. Die Nachkommen haben noch einen langen Weg vor sich. Selbst nach einem ganzen Jahr müssen sie weiter auf der Hut sein. Die größte Gefahr geht in den kommenden 4 Jahren von größeren Krokodilen aus. Selbst der eigene Vater würde sie fressen. Gäbe man ihm die Gelegenheit. Momentan steht diesem der Sinn nach einer anderen Delikatesse. Die feinen Sinne des Billabong-Königs leiten ihn zu einer hektischen Szenerie in den Bäumen über dem Fluss. Es sind Flughunde, die nach einer Nacht der Nektarernte Schlaf in der Nähe des Flusses suchen. Diese nomadisch lebenden Fledermäuse reisen hunderte von Kilometern. Dabei kann sich eine einzelne Kolonie aus Millionen von Tieren zusammensetzen. Diese Fledermaus im Baum hoch über dem Wasser scheint sich in relativer Sicherheit zu befinden. Doch der König hat noch ein weiteres, einzigartiges Talent. Mit der enormen Kraft seines Schwanzes treibt das Krokodil seinen Körper 2,5 Meter aus dem Wasser. Die Fledermaus hat keine Chance. Es ist die beeindruckende Zurschaustellung der Gewandtheit eines 1000 Kilogramm schweren Krokodils. Ein weiteres Beispiel seiner Anpassungsfähigkeit, Stärke, Langlebigkeit und schlussendlich seines Erfolgs. Jahr für Jahr stellt sich das Tier seinen Herausforderungen, fügt sich seiner Umwelt und festigt seine Herrschaft. 100 Millionen Jahre Evolution haben einen Meister seiner Domäne geschaffen. Einen fein abgestimmten Überlebenskünstler der harten Bedingungen im Schwemmland Australiens.